nun mal wieder leider ein Langzeitinsasse, Notfall. Der liebe Basil, schöner Hund, gefällt mir gut, läuft hier im Tierheim auch frei rum, hört sogar, markiert sein Grundstück. Er lässt sich aber ungern anfassen, ist das Problem. Und ist absolut nicht leinenführig. Die haben einfach zu wenig Zeit bei dem ganzen vielen Hunden und wenig Mitarbeitern. War sehr ängstlich. Also lässt sich anfassen, aber ungern. Hier nochmal ein Video. Er kommt auch. Also, das geht aber. Er ist immer ängstlich, aufgeregt, freundlich. Aber er hat noch Angst vor der eigenen Courage, denke ich mal. Aber hatten wir auch mal eine Hündin, das war die liebe Tascha, die sah fast genauso aus. Könnte Tascha 2 sein, die war genauso am Anfang und später, halbes Jahr später, war das genau der Gegenteil von dem Hund. Immer da, wo ich war oder meine Frau, meistens in der Küche, stand sie immer dabei, Leckerchen kassieren, streicheln lassen, am Rücken werfen, Gott weiß was auch immer. Von daher, bei den ganzen Hunden haben die Leute vor Ort wenig Zeit, sich um die Hunde extra zu kümmern. Das steht auch hier in der Beschreibung, also Rüde Basil, Langzeitinsasse von 2020, also 4 Jahre, große Notfall, ja. Mischling, mittelgroß, geboren ca. 2017, das heißt 7 Jahre lang und mehr als die Hälfte schon im Tierheim. Na, schade. So, die Beschreibung, Basil kam mit einem weiteren Hund, der bereits vermittelt ist. Toll für den weiteren Hund. Nach dem Tod des Besitzers am 18.02.2020 zu uns ins Tierheim. Das ist schon 4,5 Jahre her. Er ist ein schüchterner Hund, der sich zwar von unseren Mitarbeitern anfassen lässt, aber vor Fremden in seine Hütte flüchtet. Okay, kein Problem. Man muss sich daran gewöhnen, also die Hunde müssen sich an den Personen daran gewöhnen. Das kann was dauern, bis zum halben Jahr, aber in der Regel, wenn man gut mit dem Hund umgeht, habe ich in meiner Zeit mit 13 eigenen Hunden seit 98 nie Probleme gehabt, das zu ändern. Also Basil muss so viel lernen, okay. Auch an der Leine zu laufen, ist aber kein Problem, denke ich mal. Uns fehlt einfach die Zeit, zu viele Tiere, zu wenig Mitarbeiter, ist leider immer so, um diesen Hund genügend Aufmerksamkeit und Zeit zu widmen. Ja, das ist wahrscheinlich so. Aber wie gesagt, ist ein lieber Hund. Er lässt sich streicheln. Er hat irgendwie Angst vor dem eigenen Schatten, sage ich immer. Ja, genau, jetzt läuft er weg, hat wahrscheinlich Angst. Aber er ist lieb. Also er schnappt nicht so, wie es aussieht. Ein schöner Hund, schöne Färbung. Genau. Mit Artgenossen ist Basil gut verträglich. Das ist ein guter Punkt, eine gute Sache. Was ich gelernt habe, sobald ein Hund einen anderen Hund dabei hat, wird er meistens, ja, wie soll ich sagen, offener, nicht mehr so schüchtern. Genau, das war auch bei unserer Tasche so. Wir hatten damals 3 Hunde plus Tasche. Und da ging es echt schnell. Die anderen Hunde haben mir gezeigt, Herrchen, Frauchen sind super. Das Sofa ist super. Das Bett ist super. Das Grundstück ist super. Also keine Angst. Junge Dame, war auch schon eine ältere Dame. Genau, ja, und dann ging das eigentlich ganz schnell von heute auf morgen übertrieben, hat schon was gedauert, es war ein absoluter Angsthund, hatte auch ein Problem mit dem hinteren rechten, linken Bein, das war mal gebrochen, aber hat sich nie jemand drum gekümmert, ist so ein bisschen schlechter zusammengewachsen, das heißt, sie hat ein bisschen gehinkt, aber sie war auf dem Weg vom Schlafzimmer zur Küche, da gab es immer was abzukassieren, die schnellste von allen. Also von daher, ein bisschen Arbeit reinstecken, viel Liebe, viel Zuneigung, ein warmes Plätzchen, genug Gutes zu essen, dann wird das hundertprozentig etwas mit Basil. Er scheint also ein hübscher Hund, lieber Hund, er lässt sich streicheln. Oh,
Ich fliege eine Runde. Er hat im Endeffekt nur noch ein bisschen Angst vor dem eigenen Schatten und das sollte man schnell in den Griff bekommen. Also Basil, keine Angst. 4 Jahre, 4,5 Jahre sind auf jeden Fall zu viel im Tierheim. Du bist noch ein junger Hund, hast noch mindestens 10 Jahre vor dir. Komm nach Deutschland oder wo auch immer, damit du eine Traumfamilie findest. Das hoffe ich für dich. Tschüss.